Und ich habe ihn erwischt. Im Grunde könnte man in dem Spiel auch blocken, aber wir sind faul. Genau. Weil bloß draufhauen bringt es momentan eigentlich eher. Wie ihr seht, gibt es hier auch Bogenschützen, die ich gerade zusammenkeule. Und ich habe soeben meinen 102. Gegner erledigt. Und ich echt 70. Oh Mann, bin ich heute schlecht. Du bist immer schlecht. Nein, nur heute. Okay, wir haben zwar den Typen erschlagen, der diese Steine gerufen hat, aber... Der ist Steine. Noch ja, ein Stein, aber die anderen Steine sind weg. So, dann laufen wir weiter. Ja. Ihr seht rechts oben die Minimap. Dort ist mit einem blinkenden Punkt markiert, wen wir töten sollen. Und das ist ein weiterer unserer Ja, das Feinde. War ein weiterer Magier, der jetzt ein Feld voller Flammen beschwört hat. Besser gesagt, wahrscheinlich sind das einfach nur unterirdische Gasleitungen. Die Chinesen arbeiten ja immer mit Tricks. Aber gut. Oder klauen bei deutschen Firmen. Oder klauen bei deutschen Firmen. Das muss uns jetzt aber nicht weiter interessieren, weil den werden wir nicht töten. Wir laufen direkt zum Endgegner. Wäre sonst viel zu viel Arbeit, jetzt noch jeden Miniboss einzeln zu legen. Wie ihr seht, ist hier ein weiterer General unserer Seite bei mir. Der Typ mit einem viel zu großen Schwert wird wohl was kompensieren müssen, ähnlich wie Sephiroth. Und das spielen wir dann als nächstes, Final Fantasy 1 bis 12 oder so. An einem ja, Tag, innerhalb von 12 Stunden. Natürlich. Als Let's Play bald auf YouTube. Oder auch nicht. Allein da Final Fantasy 12 schon mehr Videomaterial beinhaltet als 12 Stunden hergeben. Ich bin kein Final Fantasy Fan, das ist das. Jetzt wird mich wahrscheinlich die Hälfte der YouTube Community hauen. Nein, hauptsächlich Fangirls und deren Schläge tun selten weh. Da ist gleich schon der nächste Idiot, den ich jetzt ebenfalls zusammenkeile. Oder weggeschleudert werde von meinem Teamkameraden. Ich kann dich mit dieser Attacke gar nicht treffen. Oder? Vielleicht auch, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es gerade getan hast. Vielleicht noch zur Info, wenn manchmal so Rüstungen oder so liegen bleiben, dann sind die dafür da, unsere Verteidigung oder unseren Angriff für kurze Zeit um 1 oder so zu steigern. Also was ziemlich am Anfang praktisch. Noch verdammt viel ist. Ja, weil unsere Schwerter ziehen so ungefähr 3 oder 4 Damage. Ich weiß nicht, wie es später im Spiel wird, aber ich habe schon so viel rausgefunden, dass man seine Waffen levelt. Vielleicht werden die dann auch stärker. Würde ich mal stark davon ausgehen. Und so. Wir stürmen soeben. Ja, wir laufen jetzt in Richtung Endboss. Und ich habe gerade auf die Uhr gesehen, die ersten 10 Minuten sind fast schon wieder rum. Wir werden jetzt allerdings nicht auf... Nein, wir werden jedes Level einfach fertig spielen und dann nachher in Teile zerteilen, damit wir alles auch bei YouTube hochladen können. Genau. Sonst hätte das alles wenig Zwieback. Ich könnte jetzt einen schlechten Witz über einen Rapper bringen, den sowieso kein Schwein kennt. Aber aus bekannten Gründen werde ich das wohl nicht tun. Wir wollen noch nicht in den Comments runtergebutzt werden. Das werden wir sowieso. Als Noobs, die nichts drauf haben. Stimmt. Von noch größeren Noobs, die noch viel weniger drauf haben. Die dieses Spiel wahrscheinlich noch nicht mal besitzen. Noch niemals davon gehört haben und nie in den Genuss kommen werden, es zu spielen. Größtenteils erinnert das Spiel mich sogar manchmal an Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Nur mit noch mehr Gegnern und mehr Taktik. Aber trotzdem, beides lustige Spiele. Vielleicht werde ich dazu und mehr rumrennenden Chinesen. Vielleicht werde ich dazu die mir auch gerade den Arsch versohlen. Was sind das für Idioten? Vor allen Dingen, wo ist unsere Verstärkung? Wir stehen hier mit 6 Mann im Zentrum des Feindes. Und kein Arsch ist da. Die stehen wahrscheinlich am Flammenfeld, aber ich gehe jetzt mal den Oberbonzen töten. Der hier während ich im roten Bereich rumhänge und sterbe. Was soll denn das? Ich gehe mir jetzt erstmal ein wenig Gesundheit besorgen, wenn ich welche finde. Vielleicht sollte am Rande noch erwähnt sein, dass wir wirklich auf einfach spielen, weil wir halt auf Mittel schon mal angespielt haben und nur das erste Level geschafft haben. Ja, wir sind schlecht. Und wir haben keine Übung. Ja, wir haben ihn geschafft. Das war das allererste Level.
Ja, dein Geist wird irgendwas in den Himmel machen, wahrscheinlich dämlich rumhängen. Damit haben wir gewonnen, die Han Forces. Korrekt. Gut, jetzt kommt halt hier noch eine kurze Übersichtskarte mit unseren Bewegungen, eine Zusammenfassung, die wir uns jetzt nicht angucken wollen, weil wir auch dazu einfach keinen Bock haben. Und wir ein neues Item, ein Peacock Horn, eine Peacock Horn, sorry. Peacock. Peacock? Ist egal. Auf jeden Fall gibt die uns mehr Leben. Das ist sehr praktisch. Definitiv. Und ein Hangsbow. Huang. Huang. Definitiv ein... Okay, du sprichst die Itemnamen aus, weil das ist nicht so meine Sache. Offensichtlich. Aber der Bogen gibt uns noch mehr Angriffskraft. Mit dem Bogen. Logisch. Logisch. Irgendwo. Jetzt bekommen wir noch Erfahrungspunkte. Sehr praktisch. Um eine Stufe aufzusteigen. Und ich bin sogar eine aufgestiegen. Und das Schwert nicht. Fast zur Hälfte. Okay. Das sind offensichtlich deine Bodyguards. Ja, die haben auch alle überlebt. Und da ist mein Felsschwein. Ja, du kannst Start drücken, dann geht's schneller. Ja, Karabum. Nochmal. Und auch du kriegst Erfahrungspunkte. Darauf freue ich mich doch. In naher Sicht sieht der Iron Rod noch ein bisschen besser aus, aber gut. Karabum. Oh, wir haben sogar einen neuen Charakter freigeschaltet. Dian Wei. Keine Ahnung, wer das ist. Noch einen, das ist sehr nett. Ich glaube, den werde ich mal ausprobieren. Der hat ein schönes weißes Hütchen an. Und natürlich speichern wir auch direkt. Wie man oben lesen kann, haben wir da auch gerade erst den ersten Akt geschafft. Im Doppelten der Zeit. Ja. So. Und schon geht's weiter. Mit dem nächsten Level. Allerdings werden wir hier kurz pausieren. Und bis gleich. Bis gleich.